Wir stehen also in der Pflicht, wir müssen also sozusagen hier zum letzten Gefecht antreten. Egal, was passiert, denn die Fahne ist mehr als der Tod. Dort dann zu kneifen, das war gegen jede meiner Erziehung. Und Angst davor zu haben, feig zu sein. Für Führer, Volk und Vaterland notfalls eben zu sterben. Und dahin wurden wir geführt. Sie hatten nur Angst. Wir hatten einfach, wir hatten wirklich Angst, ja. Das ist uns jetzt am Schluss des Krieges, wussten wir, dass der Krieg jetzt gleich zu Ende ist, dass es uns danach erwischt und es ist vielen passiert. Man hat eine Generation und eine ganze Generation, auch dann Kinder, missbraucht praktisch, damit einige wenige ihr Leben noch um ein paar Tage verlängern konnten. Dezember 1944. Angriff in den Ardennen. Hitlers letzte Offensive. Hier entscheidet sich das Schicksal Deutschlands, heißt es wieder mal. Am Anfang stehen die Zeichen auf Sieg. Doch die Soldaten werden immer jünger. Man hatte uns richtig mit Propaganda vollgestopft. Wir wussten ja von unseren Offizieren, von der Propaganda, vom Rundfunk, dass wir müssen siegen, ist egal wie. Und egal wie jung, so scheint es. Ich glaube doch, dieser Jahrgang war, als wenn es heißen würde, das ist Deutschlands letzte Hoffnung oder so. Ne? Wir sind aufgerufen, um noch mal eine Wende zu nehmen. Doch die Wende in den Ardennen führen die Amerikaner herbei. Die Illusion vom Endsieg, sie vergeht. Auch für die jungen Freiwilligen. Von wegen Hitlerjugend und jetzt zum Siegen, nicht wahr? Also, das wäre totaler Irrsinn gewesen, daran zu glauben. Ich habe auch Weine gelernt. Es ist der schlimmste Tag im Leben dieses Jungen. Weihnachten 44. Es war eine ruhige, aber eiskalte Nacht. Das war also, wie gesagt, Heiligabend, aber man dachte gar nicht dran. Und habe da mit meinem Spaten da so ein Loch gekratzt und dann habe ich da ein bisschen Stroh da rein getan und bin dann wahrscheinlich vor Erschöpfung ganz schnell eingeschlafen. Ich wurde dann gegen Morgen wach durch ein furchtbares Getöse von Artillerie und auch Bombeneinschlägen, was da so war. Man konnte es nicht genau auseinanderhalten. Alliierte Bomber über den Ardennen. An Heiligabend ist der Himmel zum ersten Mal klar. Die am Boden haben keine Chance. Und in dem Moment gab es wieder einen furchtbaren Knall. Es ist also entweder eine Granate oder eine Bombe explodiert in der Näherung. Ich bin auf jeden Fall wieder in das Loch und merkte, dass ein Schlag gegen das Unterschenkel bekommen hatte. Und dann kam auch schon Blutgeschoss. Ich war, habe ich also zugehalten, ich war, soweit das möglich war. Der totale Krieg kennt keine Weihnacht. Nur die Heimatpropaganda wahrt den schönen Schein. Zurück in die Weihnachtsseligkeit der Kindertage. Im Programm Kinderlieder. Und eine Goebbelsrede. Welches deutsche Herz wollte nicht vor Stolz und Ergriffenheit höher schlagen,
wenn ich hier unserer Soldaten gedenke, die nun seit über einer Woche im Westen wieder in der Offensive stehen und durch ihr Heldentum und ihre durch nichts gebrochene und durch nichts zu brechende Angriffskraft die ganze Welt in staunende Bewunderung versetzen. Die Lebenserwartung der jungen Rekruten im letzten Kriegsjahr beträgt einen Monat. Menschenmaterial für einen Mörder. 14, 15-jähriger HJ-Jungen, Hitlerjungen. Also er hat tatsächlich die gesamte Jugend, diese Generation, hat er einfach geopfert. Der ging über Leichen. Auftakt für das letzte Aufgebot. Oktober 1944. Für den Krieg bereit erklärt, wird jetzt der Jahrgang 28, nicht der letzte. 16-Jähriger als Nachschub für die ausgebluteten Armeen. Freiwillig, so heißt es. Mobilmachung total. Die Reserve der Reserve. Der Volkssturm, die Armee der Enkel und der Großväter soll den Feind in der Heimat aufhalten. Wie und womit auch immer. Begeistern lassen sich allein die Jungen. Jeder wollte Soldat sein, jeder wollte auch an die Front. Und genauso waren die Jungen eingestellt. Wir waren also voll begeistert. Und sollen die Russen mal kommen, die werden was erleben. Wenn die nur kommen würden. So ungefähr dieser Gedanke war dann auch schon drin. Sie sind längst da. Januar 45. Großoffensive der Roten Armee. 3000 Panzer, 2,5 Millionen Mann stürmen nach Westen. Hitler erklärt das ostpreußische Königsberg zur Festung. Die fixe Idee vom Bollwerk im Rücken des Feindes. Kämpfen für Frauen und Kinder verlangt die Propaganda. Von den Alten und den Jungen. Ich bin hingegangen, weil ich es für nötig und wichtig hielt, Königsberg zu verteidigen. Und ja, das war eigentlich selbstverständlich. Ein Monumentalfilm soll zeigen, wie man durchhält und am Ende siegt. Kolberg, der Film über den Widerstand einer pommerschen Stadt im Kampf gegen Napoleon. Wenn ihr nur kämpft, so viel ihr könnt und solange ihr kämpft, dann werdet ihr siegen. In Kolberg haben sie auch gesiegt und wir werden auch siegen. Doch auch in Königsberg besiegt die Wirklichkeit die Illusion. Und die Russen haben geschossen, es war unglaublich. Sie haben, wie gesagt, alte Lanzer, die schon jahrelang im Krieg waren, die haben gesagt, sowas haben sie überhaupt noch nicht erlebt. Ne? Die Jungs, die bei uns im Graben drin waren, 14 Jahre, zwei waren 12 Jahre alt, die haben dann geschrien, Hilfe, Mutti, ne? Da haben die Lanzer geheult, haben gesagt, schmeiß die Kinder da aus dem Graben raus. Ne? Es war ein furchtbares Chaos, auch ein psychisches Chaos. Es bereitet Freude, die Verteidigung von Königsberg zu erleben, schreibt der völkische Beobachter. Doch die Verteidigung ist längst ein Albtraum. Da bekam ich die Meldung, Alarmstufe 4, zurückflutende Wehrmachts- und Volkssturmeinheiten sind mit allen Mitteln zum Stehen zu bringen. Komme also erfüllt von der Wichtigkeit dieses Tatbestandes runter in den Keller. Da kommt mir der stellvertretende Bataillonskommandeur entgegen, in einer Hand ein Weinglas, in der anderen Hand ein Ostmädchen, die doch da nach Deutschland verpflichtet waren, mit dem Ost auf der Brust. Und wie er mich sieht, hat er wohl ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gedacht, was macht denn der mit der Russin? Das ist ja Rassenschande. Habe ich wirklich gedacht. Und da fing er an zu schimpfen und sagt, was machst du, feiges Schwein, hier im Keller? Alle sind oben und löschen. Und du drückst dich hier im Keller rum, ich lass dich erschießen. Und dann bin ich natürlich gleich raus. Und da habe ich gedacht, nee, also jetzt ist Schluss. Und dann bin ich nach Hause gegangen und meine Mutter sagt, wo kommst du denn her? Ich sage, ich höre auf mit dem Volkssturm. Und da hat sie sich sehr gefreut. Und
Dann habe ich mich umgezogen, habe die Uniform in die Trümmer geschmissen und dann war ich wieder ein kleiner Junge. Doch die meisten bleiben an der Front. Wir konnten damit rechnen, dass bis zum nächsten Mittag von denen schon die meisten nicht mehr lebten. Völlig unsinnig, solche jungen Menschen in die Fronttruppe zu schicken. Das grenzte ans Verbrecherische. Das war im Grunde gar nicht mehr von der inneren Einstellung her zu rechtfertigen und zu verantworten. Und dennoch musste man es so oder so irgendwie tun, um noch wenigstens einen Hauch von Verteidigungsfähigkeit zu erhalten. 4 Monate dauert das Sterben. Der Kampf um Königsberg schien sinnlos geworden zu sein, schreibt später einmal der Festungskommandant. Hunderte von Hitlerjungen werden vor der Kapitulation noch abgezogen. Für den Endkampf in Berlin. In der Nähe von Königsberg werden einige von ihnen Zeugen eines Massakers. Ortstermin. Wir kamen also in dieses Bürgermeisteramt. Es waren 3 SS-Leute drin in Tarnuniformen. Sie sahen finster aus, sprachen kein einziges Wort. Und mir waren sie von vornherein unsympathisch. Palmnicken, Ostpreußen. Langsam dämmert es dann, diese 3, die führen uns irgendwo hin. Zu einer Sonderaufgabe. Ich jedenfalls hatte so das Gefühl, ja, wir sind auserkoren für etwas ganz Besonderes. Hier endet ein Todesmarsch jüdischer Frauen. Sie mussten sich niederknien an einer Grube, die voller Leichen lag. Und sie wurden dann mit Knickschüsse getötet. Sie röchelten noch lange. Man hörte das dann, wenn die Schüsse verhallt waren, hörte man das Röcheln. Sie bewegten sich noch in der Grube drin. Das letzte Leben aushauchend. Ich sah auch einen Jungen, der mit seinem Karabiner Gnadenschüsse erteilte. Vielleicht konnte er ja dann eines Tages mal sagen, ich habe wenigstens auch dazwischen geschossen, unter die Juden. Ich bin dann nach Hause gegangen, zerknirscht und verzagt. Ich hörte das Grollen der Front. Was wird nun aus uns? Mir war es klar, wenn die Russen hineinkommen, wir müssen uns verteidigen bis aufs Messer. Die werden uns alle umbringen. Wir sind alle mit schuldig. Der Krieg schlägt auf das Volk zurück, in dessen Namen er entfesselt wurde. Massaker der Sowjets wie das in Nemmersdorf sind Zeichen eines jahrelang gewachsenen Hasses. Und der letzte Ansporn zur Verteidigung um jeden Preis. Und da bin ich so in den Raum rein, der vielleicht Unterrichtsraum war, und habe so nach rechts die Türe aufgemacht und habe mich da ein bisschen umgeguckt. Ne? Und wie ich rausgehen will, merke ich auf einmal hinter der Türe ein paar Beine. Ne? Und da gucke ich hin und da lag eine ältere Frau, die war bestimmt 60 Jahre alt. Ne? Die hatte man buchstäblich zu Tode vergewaltigt. Die Propaganda hat es leicht, mit solchen Bildern die Erbitterung zu schüren. Man hat angesichts solcher Bilder, auch nachher mit den Vergewaltigungen, einen solchen Hass bekommen, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir hätten jeden massakrieren können. Ne? Schauplatz Breslau, eine andere Festungsstadt im Osten. Wie Königsberg, so soll auch sie um jeden Preis gehalten werden. Breslau,
Breslaus Bevölkerung ist von ihrem Gauleiter aufgerufen worden, die Stadt bis zum Äußersten zu verteidigen. Mannesmut und Panzerfaust stoppen jeden Panzer. Über 1000 Kindersoldaten werden im Kampf um die Festung verpflichtet. Und dann ging ich zu meiner Mutter und zu meinen Eltern und sagte, jetzt bin ich Soldat. Meine Mutter sagte als erstes, oh Gott, jetzt nehmen Sie die Kinder auch noch. Bisher waren sie im Bombenkrieg als Feuerwehr im Einsatz. Und dann kam der Befehl, genau an meinem Geburtstag, mit anderen 3, 4 Kameraden, darunter meinem Schulfreund Georg, wir sollten uns an einem Frontabschnitt melden. Doch wegen des Geburtstags finden sich die Jungs erst einen Tag später bei der Truppe ein. Hier an der Brücke zur Sandinsel werden sie schon erwartet. Ich kam an die Brücke und ein Wachhabender sagte dann, Lütke, Sie sind verhaftet. Ihr seid nicht wert, die deutsche Uniform zu tragen. Und riss mir die Jacke runter. Der HJ-Gebietsführer Herbert Hirsch nimmt sich des Falls persönlich an. Das Urteil. Na ja, dann wollen wir das bei dir auch als eine unüberlegte, törichte Handlung auffassen. Aber und deshalb vom Schlimmsten absehen. Standgericht schießen. Ja, wir werden es aber bei dir als Redelsführer nicht mit 20 Stockschlägen abmachen, sondern du bekommst 25. Beiß die Zähne zusammen und gab dann mir die Schläge und sagte dann so, Junge, und nun an die Front, bewähre dich. Ich hoffe, ich kann dir bald das Eiserne Kreuz anstecken. Absurder Ansporn. Gegen den Ansturm der Roten Armee wird auch hier eine Kampfgruppe der HJ gebildet. 2 Bataillone. Manche Jungen werden mit der Waffe ins Feuer getrieben. Und da stand ein riesenhafter Feldwebel mit der Pistole im Anschlag. Was ist mit dir? Und dann sah ich, da ist mir da hinten rein. Und da guckte er und da kam tatsächlich ein bisschen Blut raus. Jedenfalls durfte ich runter in den Keller. Und andere wollten auch zurück. Da hat er doch mit vorbehaltener, die waren nicht verwundet, mit vorgehaltener Pistole die wieder zurückgejagt und die mussten dann wieder an diesen Bahndamm. Der Bahndamm. Hauptkampflinie um die Stadt. Die Russen, die haben auf dem Bahndamm oben gelegen. Und wir sollten die Russen vertreiben hinter den Bahndamm. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn die hier oben liegen und mit Maschinengewehren alles abstreifen. Und dann werden doch die Menschen, die werden doch nur geopfert. Das war also für mich eine total verrückte Sache. Ein aussichtsloser Kampf, den wir hier führen müssen. Wir können nur noch mehr Verluste haben. Es waren nicht wenige, die weinten, nicht nur vor Verletzungen, sondern auch so aus Angst heraus. Doch am sogenannten Hitler-Jugendeck ist der Widerstand besonders verbissen. Wochenlang versuchen hier sowjetische Soldaten, die Linien zu durchbrechen. Ein erbarmungsloser Kampf um jedes Haus. Erst im Mai ist das Oberkommando in Breslau bereit zur Kapitulation. Parlamentäre werden ausgeschickt, vorbei an den Kampfgruppen der HJ. Einer, der dabei war. Na, also erstmal waren wir erkennbar mit unserer weißen Fahne, dass wir Parlamentäre waren. Wir hatten den Auftrag, darüber zu gehen und für die Hitlerjugend war das nun irgendwie, hier brach etwas zusammen. Die wollten nicht aufhören, sie haben auch gerufen, wir kämpfen weiter, wir kapitulieren nie. Und wir mussten da nun erstmal durch. Natürlich war es ein komisches Gefühl, aber mit Befehlen oder wir müssen hier durch, war da nichts mehr zu machen. Nicht? Die standen eben da und ließen uns nicht durch. Hitlerjugend gegen Wehrmacht. Daraufhin haben wir dann den Bataillonskommandeur des Hitlerjugendbataillons angesprochen, der in der Nähe war. Und haben mit der Festung telefoniert, dass wir Schwierigkeiten haben, hier also rüberzukommen.
Daraufhin hat der General mit dem Bataillonskommandeur gesprochen und anschließend konnten wir dann an dieser Stelle unter dem Gejohle der Hitlerjungs dort die HKL überschreiten. Aber es gab eben nach wie vor noch Missfallensäußerungen in der Form, wie gesagt, Verräter und Feiglinge. Und wir kämpfen weiter. Das war also der Tenor, der dort in diesem Bataillon herrschte. Manche dieser Hitlerjungen bringen sich um, gebrochen durch die Niederlage. Die Hälfte der jungen Soldaten von Breslau ist tot. Der Rest geht in sowjetische Gefangenschaft. Oft lange Jahre. Im Westen überschreiten die Amerikaner im März den Rhein. Zwischen Heidelberg und Bonn dringen sie ins Innere des Reichs vor. Hitlerjungen zählen zu den Letzten, die zum Widerstand bereit sind. Für manche endet schon die erste Feindberührung tödlich. Und da sahen wir einen Panzer, einen amerikanischen Panzer, dessen linke Kette abgeschossen war, aber sonst in Ordnung. Und der oben die Luke offen hatte. Und vor dem Panzer an der Seite lagen, also beinahe aufgereiht, 4 HJ-Jungen. Und die schrien wie die Besessenen. Denn ein amerikanischer Soldat, als diese Explosion erfolgte, hatte gemerkt, dass der Panzer nicht brannte oder brennen konnte und hat die Luke aufgemacht und seine Maschinenpistole in der Hand und hat die einfach da in die Gegend gehalten und hat die Pferden ihren Sieg und standen aufrecht da, das kein Soldat tut, aber diese Buben mit 15 taten das. Und der traf die so in Magenhöhe, mehr oder weniger, und das ist das Schlimmste, was sie sehen können, wenn die Magenwände durchschossen sind und einiges herausquillt. Und die schrien, einer schrie nach seiner Mutter wie ein Verrückter und natürlich nach Wasser. Entsetzen auch bei den Amerikanern. Die waren schockiert. Die sahen, dass das Buben sind. Spontan haben die einfach, die haben sogar ihre Verbandspäckchen rausgezogen. Es waren halt Soldaten, die sahen Verwundete liegen und da war natürlich nichts zu machen, aber die standen betreten herum. Auch im Westen verlängern Hitlerjungen vielerorts den Krieg. Manchen Dörfern wird ihr Fanatismus zum Verhängnis. Brettheim bei Rothenburg ob der Tauber. Zur Verteidigung des Orts werden im April 1945 4 Hitlerjungen abkommandiert. Die Hitlerjungen kamen von dem Nachbarthausen am Bach, ausgerüstet mit 4 Panzerfäusten, einem Gewehr und 4 Stielhandgranaten. Und einer, der sie beobachtete vom Fenster aus, der hat heruntergerufen: Bube, geht fort, was wollt ihr hier bei uns verteidigen? Wir wollen euch nicht, geht nach Hause. Und dann hat der Anführer raufgerufen: Wenn du dein Gosch nicht hältst, dann bist du der Erste, den mir aufhängen. Einige beherzte Bürger entwaffnen hier die jungen Soldaten. Ging gleich auf den Anführer los, fragte, was wollt ihr hier, was macht ihr hier? Dann wurde er frech und Bauer Hanselmann hat ihm dann eine Ohrfeige gegeben. Dann waren es keine Soldaten mehr, die 4 Hitlerjungen, sondern dann waren es wieder Buben und haben ihre Panzerfäuste niedergelegt. Teilweise haben sie es auch abgenommen und sind heulend wieder in ihren Ausgangspunkt zurück. Im Feuersee werden die Waffen der Jungen versenkt. Die SS erfährt davon. Und dann hat sich das Rad in Bewegung gesetzt und wenige Stunden später war schon ein Erschießungskommando in Brettheim. 3-mal tot durch den Strang. Für den Bauer Friedrich Hanselmann. Für den Bürgermeister Leonhard Gackstatter. Für den Ortsgruppenleiter Leonhard Wolfmeier. Die HJ wirkt bei der Hinrichtung mit. Sie hatten auch mit einigen Soldaten versucht, Tische, Kisten und Stühle zu bekommen, um 3 Pyramiden unter den Linden am Friedhofseingang dort aufzubauen. Die Hitlerjungen hatten auch noch eine Ziehharmonika dabei. Sie
hielten sich immer um die Linden herum auf und auch auf der Friedhofsmauer und haben gegrölt und gesungen und gespielt. Das Schlimmste war aber dann, als nach dem Verlesen dieser Urteile vor den Linden dann die Hitlerjungen sich gestritten haben, als die Männer heraufgestiegen sind und hinaufgehoben wurden. Der Bürgermeister war ja immerhin schon 64 Jahre alt. Wer diesen die Stiele wegziehen darf, um sie in den Tod zu stoßen. Dann gingen die Hitlerjungen wieder raus zum Friedhof, haben wieder gesungen und gespielt, so Lieder wie Es zittern die Moschenknochen, und haben dann die Erhängten an den Füßen gepackt und im Kreis rumschaukeln lassen. Das war noch schlimmer wie die Hinrichtung, dass man diese ehrenwerten Männer so entehrt hat. Opfer jugendlichen Wahns. Die Junkerschule in Bad Tölz, Kaderschmiede der Waffen-SS. Hier werden in den letzten Kriegstagen auch die Jungen der Stadt für den Endkampf gedrillt. Viele von ihnen fürchten, der Krieg könne ohne sie zu Ende gehen. Noch ist alles nur Geländespiel. Ein Schulungsfilm für Kampf und die Kampfmoral. Vielleicht das Entscheidendste war, das Bewusstsein, einer Gemeinschaft anzugehören und für diese Gemeinschaft mitverantwortlich zu sein. Das heißt, in dem Moment, wenn ich hier rausspringe, dann lasse ich die anderen im Stich. Vorstoß der Amerikaner im Süden. Mit enormer Übermacht zu Land und in der Luft. Bayern im Krieg. Alarm in der Junkerschule von Tölz. Gregor Dorfmeister und seine Kameraden sollen an einer Brücke vor der Stadt in Stellung gehen. Die Lust auf das ganz große Abenteuer, die war schon ein bisschen verflogen, weil wir die Brücke als völlig uninteressant, als völlig unbedeutend erkannt haben. Umso überraschender war es dann, als tatsächlich ein amerikanischer Panzer auftauchte. Es ist ein Malen und es ist ein unmenschliches Maschinengeräusch. Das heißt, wenn man das Geräusch hört, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass in dem Gerät Menschen sitzen. Man meint, hier kommt etwas völlig Selbstständiges, ein Unheil auf einen zu, dem man ausgeliefert ist. Ich denke, dass da so 7, 8 Panzerfäuste auf den Panzer geflogen sind. Und einer oder zwei hat voll getroffen. Die Folge: Angriff aus der Luft. Plötzlich waren zwei Jagdflugzeuge über uns und haben also wirklich Hasenjagd auf uns gemacht. Anders kann man es gar nicht beschreiben. Als der erste Tod umgefallen ist, da war einfach nur noch das blanke Entsetzen und auch Panik. Zurück in Bad Tölz werden die Jungs verpflichtet, eine zweite Brücke zu verteidigen. Einer zweifelt an dem Einsatz. Ich wollte nicht draufgehen. Und ich habe auch versucht, meine beiden Kameraden dieses klar zu machen. Und ich konnte sie nicht überzeugen. Gregor Dorfmeister geht nach Hause.
denke mal, dass sie mich für einen feigen Hund angeschaut haben, wie ich gegangen bin. Am nächsten Morgen findet er die Kameraden tot. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Aber ich weiß, dass sie ja vermutlich als Dritter dort gelegen wäre, wenn ich nicht gegangen wäre. Straßenbahnen gegen Panzerdivisionen. Hier wird das Blatt sich wenden, teilt die Propaganda mit. Kampfplatz Berlin. Auftakt zum letzten Gefecht. Letzte Kampfreserve ist die Hitlerjugend. Glaubt sie noch an Hitlers Krieg? Ich wollte nicht, dass Berlin von sowjetischen Soldaten besetzt wird. Also ich wollte auch Berlin verteidigen. Aber ich wusste nicht, wie weit es war. Man hat uns ja vorgelogen, dass da eine sogenannte Armee Wenck noch zur Entsatzung kommen würden und wir sozusagen nur noch die Havelbrücken verteidigen müssten, bis die Armee Wenck alles entsetzt und der Endsieg noch gefeiert wird. Das hat man uns halt noch im März 45 vorgegaukelt. Endgültiger Ernstfall, proklamiert die Wochenschau. So kinderleicht sei die Verteidigung der Reichshauptstadt. Doch die Beklommenheit der Menschen spricht für sich. Sie wurden vorher ausgerüstet mit je einem französischen Gewehr, das also überlang war. Die Munition mussten wir uns in die Tasche stecken, es gab also keine Munitionstaschen. Dann hatten wir eine Panzerfaust jeder. Die zugehörigen Zünder mussten wir in die andere Hosentasche stecken. Und wir bekamen eine Handgranate, die steckten wir uns in das Koppel. Und damit zogen wir dann aus der Batterie los. Durchhalteparolen, Barrikaden aus Straßenbahnschienen, Stimmungsmache für den Endkampf. Währenddessen geht am Ostufer der Oder eine riesige Streitmacht in Stellung. Nur noch 70 Kilometer bis Berlin. Wir waren auch ein bisschen stolz, dass wir nun wie erwachsene Männer an die Front transportiert wurden. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das war einfach da. Wir wurden mit einem Schlage erwachsen. Warten auf eine der grausamsten Schlachten des Krieges. Ahnen die Jungen, was da auf sie zukommt? Die Angst wurde uns einfach aberzogen. Wir durften keine Gefühle zeigen, durften keine Angst haben, mussten immer Disziplin haben, Selbstdisziplin haben und immer durchhalten, alle Situationen durchstehen. Am 16. April bricht an den Seeloer Höhen ein Inferno los. Mehr als 16.000 Geschütze eröffnen das Trommelfeuer auf die letzte befestigte Stellung östlich von Berlin. Es war eine Art Höllengewitter, wie man es sich einfach nicht vorstellen kann. Man sitzt dann unten im Loch und die Minuten werden zu Viertelstunden, die Viertelstunden werden zu halben Ewigkeiten. Irgendwie die Zeit läuft nicht. Über 50.000 Tote in wenigen Tagen. Das wussten wir auch alle, dass das Ende unserer Kindheit war. Im Grunde das Ende unserer Jugend schon fast. Dass nichts mehr sein würde, wie es bisher war. Das Tor nach Berlin steht nun offen. Die Sowjets stoßen durch. Mit 7.000 Kampfflugzeugen, über 3.000 Panzern und über einer halben Million Mann. In Berlin dagegen leere Worte. Auf dem Reichssportfeld rund ums Olympiastadion hohle Phrasen von Heldentum und Opfergang. Appell der Hitlerjugend vor dem Einsatz. Redner ist Karl Diem, Organisator der Spiele 36.
Diese Rede war gespickt mit Zitaten, wo der Tod fürs Vaterland, der schöne Opfertod, der schöne Heldentod gefeiert wurde. Wir waren ja idealisierte junge Menschen, 16 bis 17, etwa 500 junge Menschen waren da zusammengerufen. Und ich fürchte, wenn die Russen zum Reichsbörnfeld gekommen wären, wären wir sofort mit Panzerfäusten auf die los. Aber die Erwachsenen, die wussten doch, dass der Krieg verloren war. Die Russen standen bereits an der Oder. Der Endkampf um Berlin bereitete sich vor. Und insofern war das eine verbrecherische, menschenverachtende Rede, die er da gehalten hat. Wenige Wochen später am gleichen Ort. Statt Propaganda, Abschreckung. Da haben wir an der Erschießung von 6 Soldaten teilnehmen müssen. 3 davon waren in unserem Alter. Die wurden wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe standrechtlich erschossen. Was dieser Befehl sagen sollte, dass wir daran teilnehmen mussten, also nicht als Erschießungskommando, sondern wir waren dann oben auf der Höhe und mussten also zuschauen, wie die erschossen wurden, war klar. Wer sich nämlich jetzt von der Truppe, also auch unserer Einheit, erfährt, weiß, er wird aufgehängt oder erschossen. April 45. Angriff auf die Festung Berlin. Der gewaltigen Streitmacht stehen nur 100.000 bewaffnete Verteidiger gegenüber. Unterstützt durch den Volkssturm und die Hitlerjugend. Längst kämpfen auch schon Jungs des Jahrgangs 29 in der Wehrmacht mit. Und immer Jüngere sind freiwillig dabei. Auch 14- und 15-Jährige gegen die gut gerüstete Rote Armee. Also nein, es waren keine Soldaten. Es waren Jungen, 14, 15 Jahre alt, kleine Jungen, Muttersöhnchen, die noch zu Hause wohnten. Nein, das waren wirklich keine Soldaten. Sie trugen nur Soldatenmäntel. Die schlotterten an ihnen rum, sie waren viel zu groß. Da passte nichts zusammen. Doch die Sowjets lernen auch den Fanatismus dieser Jungen kennen, die ein Ziel verfolgen. Panzer abschießen. Die waren wirklich fanatisch. Das ist einfach unbeschreiblich. Und das waren nun wirklich Kinder. Ich war 17, aber die waren 15 oder jünger. Ein sowjetischer Soldat erinnert sich an eine Begegnung mit Kindern. Eines dieser Kinder schoss auf mich mit einer Panzerfaust. Ich war verwundet. Stellen Sie sich vor, ein Junge schoss auf mich. Ein kleiner Hitlerjunge. Nicht zu fassen. Hitlers Kinder helfen einen Krieg verlängern, der schon lang verloren ist. Opfer ohne Sinn. Ohne Rücksicht auf sich selbst gingen die in den Tod. Und die zwangen also tatsächlich auf die Russen abzudrehen, aber dann blieben da auf der Straße blieben dann die toten Kinder da in ihren HJ-Uniformen liegen. Der Herr der Hitlerjugend hat sich in die Reichskanzlei zurückgezogen. Angesichts des Untergangs ein letzter zynischer Appell für Hitlers Kinder. Die Verblendung ist noch mächtig. Ich wünschte mir, dass mein Vater in ein paar Wochen mal ins Kino geht und auf der Leinwand dann sieht, dass sein Sohn dem Führer vorgestellt wurde mit dem Eisernen Kreuz und also doch nicht ein Schwächling war. Die Wochenschau zeigt diese Bilder nicht. Der Mann, der einst die Jugend bannte, ist ein Wrack. Er zitterte auch, sein Gesicht zitterte. Das Einzige, was noch stark erschien, war sein Blick, der Ausdruck. Sonst sah er aus wie ein Greis. An Hitlers Seite der Reichsjugendführer Arthur Axmann, der für seinen Götzen Tausende von Jungen in den Tod schickt. Axmann, wenn man sich das überlegt heute, er war besessen, dem Führer zu zeigen, wie treu
die Jugend ist. Und das konnte er nur, indem er selbst an den Führer glaubte. Und ich bin überzeugt, er glaubte, dass Hitler ein Übermensch war. Der Melder Lehmann sagt zu Axmann wenig später: Dieser Mann hat mich erschüttert, er sieht aus wie 70. Aber nicht die Augen, meint der Jugendführer, der Jahrzehnte später seine eigene Verblendung kundtut. Wir kapitulieren nie, weil wir dadurch die Brücken hinter uns abgebrochen sahen. Für uns gab es nur diesen Blick jetzt nach vorn und ehrenvoll bis zum Ende zu kämpfen. Mit Kindern als Kanonenfutter. Ohne Skrupel. Das war die rücksichtslose Opferung von Menschen in einer Situation, von der diejenigen, die das anordneten und befohlen haben, genau wussten, dass es völlig sinnlos war. Wir waren Kanonenfutter im Grunde. Wir waren Kanonenfutter, die kampferfahrenen Leute da Soldaten abgelöst haben. Wer Erfahrung hat, gibt schneller auf. Die Propaganda war es nur, die Jugend glaubt jetzt noch an die siegreiche Mär an der Seite ihres Führers. Wahn bis in den Untergang. Er ist die Standhaftigkeit selbst. Nie sah ich ihn wanken oder verzagen, schwach oder müde werden. Er wird seinen Weg bis zum Ende gehen. Führer befiehlt, wir folgen. Also, wir verteidigen den Führer. Es muss sich ja praktisch von Tag zu Tag wird sich das Ganze wenden. Und dann rollen wir die Sache auf und dann ist der Krieg gewonnen. Doch in der Bunkerwelt der Reichskanzlei hat Hitler mit sich abgeschlossen. Schuld an allem seien die Wehrmacht und die Generäle. Das Volk sei seiner nicht mehr würdig. Die Armee, die er einst vernichten wollte, erobert seine Hauptstadt. Nun sollen reine Hitler-Jugendbataillone ihm widerstehen. Ich weiß nur, dass Axmann nicht wollte, dass junge Kämpfer, dass Hitlerjungen in Einheiten mit alten Lanzern zusammenkämpften. Was er verhüten wollte, war, dass die alten Lanzern den Jungen sagten, naja, das ist alles scheiße und da versuchen wir hier, das zu überleben und aus dem Dreck rauszukommen. Axmann gelobt Hitler, die Jugend werde die Havelbrücken halten als Fluchtweg in den Westen. Es ist ein Himmelfahrtskommando. Sie wissen nur die Brücke und sie wissen, dass da, also dass das das Nadelwehr ist, über das sie müssen und dass sie da völlig dem russischen, dem sowjetischen Beschuss ausgesetzt waren. Ein Inferno. Wo es nur knallte und geschossen wurde an allen Ecken und Kanten und wo Tote lagen und wo schwer Verwundete in einer Ecke hockten und dann war es noch bei einem, war ein Bauch aufgerissen und ach, das war furchtbar. Diese Brücke war ein Blutbad, weil es Hunderte von Toten und Verwundeten aller Art gab, die dort lagen und überrollt wurden und das Blut floss in Strömen. Ich saß in einem Beiwagen, Motorrad und konnte das sehen, einen Anblick, den ich auch nie vergessen werde, weil das, wie gesagt, das Blut floss in Strömen und Menschen wurden zertreten, zermanscht. Die Erinnerung macht Überlebende noch heute zornig.
Das ist ja auch so ein Argument von Axmann gewesen. Die hätten die Havelbrücken erfolgreich verteidigt und damit vielen Menschen noch die Möglichkeit gegeben, über die Elbe zu fliehen. Aber das ist ja auch so ein Lügenmärchen. Für wen haben sie das verteidigt? Dass zum Beispiel ein Himmler, dieser Judenmörder Himmler da aus dieser Straße rauskommen konnte. Und dafür soll man sein Leben opfern für Judenmörder? Schlimm. April. Das Zentrum fällt. Nur wenige Meter trennen die Soldaten Stalins noch vom Bunker Hitlers, der hinter meterdickem Stahlbeton jetzt erst die Vorbereitungen zu seinem Selbstmord trifft. Je länger es dauerte und je düsterer die Aussichten waren, desto mehr drehte sich jedes Gespräch eigentlich um den Tod. Und man überlegte sich, also wie bringt man sich um? Schießt man sich also eine Kugel in den Kopf oder nimmt man die Ciankali-Kapsel, die die meisten bei sich trugen? Der Reichsjugendführer rennt zur Flucht. Axmann hatte die Vorstellung, dass ein kleiner Zug von Hitlerjungen mit Hitler in der Mitte unterirdisch durch die Einklammerung durchkommen könnte und machte Hitler den Vorschlag, Hitlerjungen als Schild dem Führer zur Verfügung zu stellen. Doch Hitler diktiert Testamente. Ein privates, voller Belanglosigkeit, ein politisches, das von ungebrochenem Größenwahn zeugt. In den Abendstunden des 30. April setzt der Herr der Hitlerjugend sich ein Ende. Doch das Schlachten dauert noch 3 Tage. Noch 3 Tage werden Kinder in die Schlacht geworfen, müssen Tausende von ihnen sterben. Hitlers Selbstmord wird zum Heldentod verfälscht. Die letzte Lüge des Regimes. Was wird aus Hitlers Kindern ohne Hitler? Wir werden ja immer noch, wir werden siegen, weil wir den Führer haben. Und der Führer wird es schon richten. Der Führer hat die Wunderwaffen. Jetzt war der Führer tot. Und damit war für uns jede Hoffnung vorbei. Jetzt könnte der Krieg gewonnen werden. Aus, vorbei. Jetzt versuchen zu überleben. Er ist tot und damit ist auch die Hitlerjugend tot. Ohne Hitler, keine Hitler, ist ganz merkwürdig. Aber es hat mich nicht besonders beeindruckt und irgendwie hatte ich das Gefühl, also jetzt bist du eigentlich völlig frei. Ich fühlte überhaupt nichts mehr. Ich fühlte in dem Augenblick irgendwie Erleichterung. Also nicht etwa Bedauern um Gottes Willen, nein, nichts mehr. Am 8. Mai ist der Spuk vorbei. Aus dem Hauptquartier des Großadmirals. Für 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Einer dieser Jungen schreibt: Wir sind eine Generation ohne Glück, ohne Heimat, ohne Abschied. Ist das alles? Du lebst, der Krieg, der Krieg ist für dich, dein Krieg ist vorbei. Großes Glücksgefühl. Alles das, woran ich damals geglaubt habe,
sich als einen Nichts erwies eigentlich, als nichts. Es blieb nichts übrig. Natürlich bin ich oft der Frage nach unserer Motivation begegnet. Und ein cooler Teenager von heute, der sagt natürlich, warum wart ihr so blöd und habt das mitgemacht? Ich kann nur antworten, Gott sei Dank können Sie diese Frage heute stellen. Wir hätten sie damals nicht stellen können.